Ja, hallo, ich begrüße mein Publikum ganz herzlich, ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und möchte heute hier in Erkelenz einiges vortragen aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin selber Lehrer an einer Gesamtschule, das werde ich gleich vorstellen. Ja, die Gesamtschule im Kreis Gütersloh. Wie man hier sieht, Borgholzhausen-Werther ist eine Besonderheit insofern, als sie zwei Standorte hat. Und das ist so, dass wir insgesamt siebenzügig sind, allerdings verteilt auf zwei Standorte. Wir haben in Werther, das ist da, wo Werthers Echte herkommen, haben wir vielleicht mal gehört, da haben wir nur die Klassen 5 bis 10 mit 4 Parallelklassen. In Borgholzhausen, wo ich selber tätig bin als Informatiklehrer unter anderem, meine anderen Fächer sind Geografie und Mathematik, dort haben wir drei Parallelklassen und dann eine Oberstufe. Das war die einzige Möglichkeit damals für den Kreis Gütersloh dort am Ort eine Gesamtschule zu installieren mit einer ausreichenden Größe. Und die ist damals auf eine Elterninitiative hin vor allem eingerichtet. Ja, zwei Standorte sagte ich bereits. Wir haben ungefähr 100, inzwischen sind es eher schon 120, 130 Kollegen, viele Teilzeitkräfte, 1400 Schülerinnen, drei Computerräume und was ich vorgefunden habe, das war im Jahr 2001 etwa, 2000 bin ich dorthin gekommen, waren 50 Arbeitsstationen, Workstations, wie man sieht, relativ veraltet, reine Windows-Welt, der Server war auch ein NT-Server. So, ich bin als Informatiklehrer mit sehr vielen Aufgaben betraut, musste mich da auch erstmal umgucken, auf der Uni kriegt man davon sehr wenig mit. Neben Unterrichten, das ist übrigens mit der freien Software Vim erstellt, auch als GNU/Linux erhältlich, muss ich auch die Nutzerkonten meiner Schüler anlegen. Das war eine der ersten Entscheidungen, die wir damals getroffen haben, aus datenschutzrechtlichen Gründen, dass wir für jeden Schüler ein eigenes Konto haben. Excuse me, do you understand German, sir? But is it okay if I come? Okay. Okay. Gut, es geht auch darum, dass man nachvollziehen kann, welcher Schüler im Internet Blödsinn macht. Also da gab es einen Fall, muss ich nicht weiter darauf eingehen. Okay, ich muss Kollegen beraten immer wieder, ich muss mich fortbilden, andere fortbilden. Einer der größten Fehler war wahrscheinlich am Anfang, dass ich dieses Intel-Lehren, kennen vielleicht einige hier, Projekt mitgemacht habe und so als Microsoft-Distributor tätig war, würde ich also heute nicht wieder machen, aber das ist auch eine der Sachen, die man an der Schule macht. Ich bin aber auch beteiligt bei Ausschreibungen, ich muss also einen Überblick haben über Hardware, was ist gerade aktuell. Ich muss den Rechner installieren, das war ein sehr großer Aufwand, wenn dann ein Kollege ankommt und sagt, wir haben hier von der Fachschaft eine neue CD für Erdkunde oder dies oder jenes, kannst du nicht mal installieren, möchte ich nächste Woche einsetzen. Jetzt habe ich einmal zu viel geklickt. Man müsste dieses Programm mal starten. Ja, also das sind viele Aufgaben. Wir jetzt bei der Ausgangslage. Das sah eben anders aus, oder? Ja. Blau. Ja, gut. Ja, ich hatte also einige Probleme auch zu diesem Zeitpunkt. Wir hatten Hardwareausfälle. Celeron 400 ist ja nicht das Neueste. Die nahmen immer mehr zu. Wir haben wirklich eine Lebensdauer offenbar, die auf genau die Garantiezeit festgelegt ist, oder 4 Jahre zumindest. Dann fingen die wirklich an zu sterben wie die Fliegen. Ziemlich zeitgleich alle. Wir hatten Sicherheitsprobleme, Viren ist nur ein Stichpunkt, was hier zu nennen ist. Wir hatten eine zunehmend uneinheitliche Konfiguration. Sie können sich vorstellen, wenn ich hin und wieder Software installieren muss, überlegen, das in einzelnen Rechnern, dass es immer irgendwelche Unterschiede auftreten, dann ist hier vielleicht eine andere Schrift eingestellt als da, also uneinheitliche Konfiguration und es ist dann ganz schwierig, als Lehrer vorne zu stehen, was vorzumachen. Ihr müsst jetzt hier und da klicken und bei den Schülern ist vielleicht nicht die Symboldarstellung, sondern die Text,
Ansicht von den Latein und dann weiß wieder keiner, was los ist. Und dann gab es natürlich insofern Lizenzprobleme. Einmal, ich hatte Stress damit, ich musste immer nachhalten, wenn wir noch einen Rechner irgendwo hatten, haben wir noch Lizenzen übrig? Wie viel haben wir eigentlich? Oder wir hatten angeschafft nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen von besonders teuren Programmen, wie zum Beispiel, ich glaube, da hat jemand Outlook. Wer ist das? Nicht Outlook. Womit man Homepages erstellen kann. Homepage, genau. Aber nur 5 Lizenzen und dann sollte ich die auf 5 Rechner installieren, habe ich auch gemacht. Aber da muss man mal sehen, wie viele Lizenzen haben wir davon. Aber auch Gewissensfrage im Prinzip, wenn ein Schüler fragt, können Sie mir die Software nicht mitgeben oder ein Kollege, vor allem ist ganz schwer dann zu sagen nein. So, das war die Ausgangslage. Wir kommen auf diese Grafik zurück und werden dann sehen, wie weit Skolinux da Vorteile bietet. Ich weiß nicht, warum das heute ein bisschen langsamer geht. Ich habe diese Präsentation sonst mit der Vorgängerversion von OpenOffice gestartet. Ich starte sie zum ersten Mal mit OpenOffice 2. Ja, dann sind wir auf Skolinux also gestoßen. Das ist jetzt das Webportal der internationalen Seite. Skolinux ist ein internationales Projekt. Muss ich viel erzählen über Skolinux, was Skolinux ist? Ja? Wir sind schon. Gut. Das werde ich tun. Also Skolinux, im Unterschied zu anderen freien Schulservern, bietet freie Software vom Server bis hin zum Desktop. Das ist also ein ganz großer Unterschied. Moment, reagiert nicht. Das ist wahrscheinlich diese Maus, die ist von mir, ist die Firma aus Redmond. Internationale Distribution für Schulen. Es gibt in Deutschland schon andere Server, zum Beispiel Arctur ist ein Name, Open School Server, glaube ich, GEE Server gab es. Diese Server sind rein deutsche Lösungen und haben auch nicht den Anspruch, jetzt in anderen Ländern einsetzbar zu sein. Dass es aus Norwegen kommt, hat einen wesentlichen Grund. Bitte? Ja, mir ist schon der Begriff Distribution für Schulen nicht so richtig. Ja, Nachfragen ist auf jeden Fall erwünscht. Mhm. Also Distribution, das Wort ist. Ist mir schon noch klar. Das ist klar. Aber jetzt kommt der Teil für Schulen. Für Schulen. Ja. Skolinux ist Debian Elu, wir haben eben über Debian gehört. Das heißt, es ist eine Distribution, Zusammenstellung von Software, die speziell an Schulen sich richtet. Mhm. Also, das ist die Zielgruppe. Also wird. Da denn Skole heißt Schule. Ja. Da steckt dann drei Bücher. Mhm. Also das heißt, es werden also Softwareteile, die in den normalen, sagen wir, bekannten Distributionen vorhanden sind, die werden weggelassen. Nach welcher Methode? Gehe ich vielleicht gleich noch drauf ein. Gut. Skolinux ist Debian, habe ich gerade gesagt. Und die Installations-CD, das beantwortet die Frage, enthält alle notwendigen Profile, die in einer Schule notwendig sind. Und sie ist so einfach runtergekocht, dass man mit 4 Fragen das Profil, was man auswählt, oder man kann auch mehrere auswählen, installieren kann. Das heißt auch, wenn an der Schule vielleicht jetzt nicht gerade ein Informatiklehrer ist, kriegt das irgendein Kollege hin, das zu installieren. So ist der Ansatz. Man muss dazu wissen, dass die Entfernungen innerhalb von Norwegen sehr groß sind. Und wenn da jemand einen Experten schicken möchte an eine Schule ganz im Norden, das sind die Reisekosten höher als alle anderen Kosten. Darum muss es einfach gehalten sein. Der Hauptserver, Tjena, norwegisch für Diener, das ist also wieder Server, das wird von denen übersetzt, der ist dazu da, um vor allem die Nutzerkonten vorzuhalten, also die Dateien der Nutzer und die Konten. Aber es sind auch eine Vielzahl an weiteren Serverdiensten dort installiert, zum Beispiel ein Mail-Server, ein Web-Server, ein Backup-Server, ein Time-Server, der die Zeit einstellt, ein Webmin, das ist also eine Administrationsoberfläche, wenn die genügend Zeit haben, kann ich die auch noch zeigen. Also all das, was für die Administration notwendig ist und was auf einem zentralen Server erwünscht ist. Ein Samba-Server ist übrigens auch dabei, weil es ja Schulen geben sollen, die auf dem Desktop nicht unbedingt Linux haben wollen oder noch nicht. Also Samba ist diese Windows-Alternative, Freigaben, Netzfreigaben unter Linux zu realisieren. Es gibt aber auch ein Profil,
Und das kann man mit dem Hauptserver kombinieren. Das heißt Terminal Server, LTSP, Linux Terminal Server Project, das ist die Abkürzung. Dieser Terminal Server, muss ich Ihnen erklären, ist vielleicht ganz sinnvoll, ja? Bekannt? Also der erlaubt es einfach auch mit ganz einfachen alten Kisten. Man sieht hier unten vielleicht, kann man sie sehen, nee. Das System zu starten. Man installiert die Software eigentlich nur auf dem Terminal-Server und die Terminals, Thin Client sagt man dazu auch, die auf den Schülerplätzen stehen, die haben keine Festplatte, keine Installation, die haben nur eigentlich Bildschirm und Tastatur und die Schüler arbeiten eigentlich auf diesem Hauptserver. Das hat mindestens zwei riesige Vorteile. Der erste ist, die Dinger sind leise, unanfällig. Selbst der Hausmeister kann die auswechseln, dann muss man die Kabel rausziehen, reinstecken. Man muss diese Rechner nicht einzeln installieren. Und das ist der zweite große Vorteil, der daraus resultiert. Ich kann die Software einmal auf dem Hauptserver, auf dem Terminal-Server installieren und schon haben alle Schüler einen Arbeitsplatz in der Software. Das mache ich ziemlich häufig, dass ich neue Software ausprobiere oder Schüler ausprobieren lasse. Installiere ich einfach und im ganzen Raum ist sie verfügbar. Ich weiß nicht, ob diese Zwischenfragen immer angenehm sind. Bei uns sieht das dann so aus, wir haben hier eine große Anzahl von PCs. Das würde bedeuten, ich würde also Technik herausnehmen aus diesen PCs, etwa die Festplatte, nur um jetzt ein nacktes Gerät dastehen zu haben. Die Festplatte stört nicht, die kann man drin lassen. Man braucht sie aber nicht. Die Rechner, alles was sie brauchen, ist Netzwerk, sie booten über das Netzwerk. Also das Netzwerk dient praktisch als Bootdiskette, kann man so sagen. Aber Details beantworte ich gerne nachher noch, ich möchte jetzt nur nicht zu viel diskutieren. Aber das ist auf jeden Fall nicht notwendig, die auszubauen, wenn man es schon mal drin hat. Dann gibt es natürlich herkömmliche Arbeitsplatzrechner. Auch das ist ein Profil, was man direkt von der CD installieren kann, wenn man es auswählt. Oder die Lernsoftware, die vorinstalliert ist, die auf der CD ist, OpenOffice und alles schon direkt installiert auch ist. Und wo dann die Rechner für sich arbeiten können. Aber mit Anmeldung an dem Hauptserver, das heißt, ich muss ein Benutzerpasswort eingeben und habe dann, egal an welchem Rechner ich arbeite, übrigens auch wenn ich an einem Windows-Rechner sitze, habe ich dieselben Dateien in meinem Heimatverzeichnis oder Home-Verzeichnis, wie auch immer es übersetzt, wie wenn ich jetzt an einem anderen Rechner letztes Mal gearbeitet habe. Und es gibt dann noch für Laptops speziell entwickelt ein Einzelplatz-Rechnerprofil, der erfordert nicht notwendigerweise eine Verbindung zum Server. Diese Arbeitsplatzrechner müssen unbedingt, sonst kann man sie nicht anmelden, mit dem Server verbunden sein. Kann man nicht lokal dran arbeiten. Okay, das ist erstmal so vorneweg, was ist wohl Linux. Der Grund, dass es in Norwegen entwickelt wurde, hängt im Wesentlichen, das hat glaube ich der Knut Irving heute Morgen schon gesagt, mit der Sprache zu tun. Es gibt, was man vielleicht nicht weiß, drei Sprachen, die anerkannt sind alle in Norwegen. Nynorsk, Bokmål und Samisch und dieses Samisch oder Lappisch, was die Lappen sprechen, das wurde nicht unterstützt von Microsoft. Es ist aber Pflicht, dass in den Schulen auch diese Sprache gelehrt wird. Und das war die einzige Möglichkeit auch, also erst wurde OpenOffice übersetzt in diese Sprachen und auch Schoolinux hat dadurch, glaube ich, sehr viel Vorteile gehabt. Darf ich noch eins ergänzen? Ja? Terminal-Server, also hat man einen dritten Vorteil. Die Spendenrechner, die so gerne von den Eltern kommen, die dann den alten PC in der Schule entsorgen, die kann man plötzlich auch belegen. Ja, was kann man machen? Also die Eltern kommen ja schon mal als Kind und sagen, die alten Rechner nutzen, ja, das ist ja die These. Okay. Die können den nutzen. Es ist jetzt gerade Folgendes passiert, dass sich mein Rechner schlafen gelegt hat, weil er die Microsoft-Maus nicht als Aktivität erkannt hat. Wenn wir Glück haben, wacht er wieder auf. Ich bin noch am Experimentieren, was das ist. Wenn man jetzt bei den Terminal-Servern aus realistischen Gründen auf Microsoft oder Windows-Software angewiesen ist, eben gewisse Lernprogramme braucht, ja, was macht man dann mit dem Terminal-Server? Laufen dann diese Programme auf diesem Terminal-Server oder dann Windows-Server? Nein, Sie können Windows-Terminal-Server mit ins Netzwerk integrieren. Das heißt, ich brauche einen zusätzlichen. Ja, es gibt noch andere. Es gibt viele Wege, das zu realisieren. Ja. Können wir gleich gerne diskutieren. Wir können auch einen Workshop machen. Im alten Rechner, da kann man ein bisschen ruminstallieren und das mal auf die Schleife vorführen. Ah ja, können wir vielleicht drauf was machen. Wir wollen aber auch Fehler finden, damit die offizielle
Veröffentlichung von Zahnsch rauskommt. Dann ging's drauf. So, jetzt geht es direkt um die Erfahrung heute in der Schule. Wir hatten verschiedene Migrationsphasen, das fasse ich vielleicht jetzt ein bisschen kurz zusammen, weil es sehr technisch auch ist. In den Sommerferien 2004 war die erste Phase, dass wir einen Hauptserver installiert haben, wo die Nutzerkonten angelegt waren, sogenannten Zehner. Und wir haben auch einen Terminal-Server installiert auf dem zweiten Rechner. Der lief aber unabhängig, beziehungsweise wir haben noch keine Accounts angelegt auf diesem Hauptserver. Da gab es dann nur generische Accounts, das heißt so Rechner 1, Rechner 2. Dankeschön für den Hinweis. Und haben einen kompletten Raum. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass die Hardware am Ende ihrer Lebensdauer war, haben wir ausgestattet mit Thin Clients, also Terminals. In der zweiten Phase, das war dann in den Herbstferien, haben wir die Nutzerkonten vom Arctur, das war ein Server, den wir zwischendurch benutzt haben, als Ersatz für eine MT-Domäne, importiert in das LDAP von Skoda Linux, also in die Nutzerdatenbank. Und die Heimatverzeichnisse entsprechend übertragen. Das habe ich jetzt mal grafisch dargestellt. Das ist übrigens die freie Software DIR, mit der das erstellt. Das ist vielleicht mal interessant am Rande. Also zunächst hatten wir den NT-Domain-Server. Da hing ein Proxy dran fürs Internet, denn man darf so einen Windows-Rechner niemals ohne Proxy oder irgendeine Linux-Distro dazwischen ins Netz lassen. Das ist sehr gefährlich. Der Kurt, da kommt er gerade, der war dafür verantwortlich, diesen Proxy zu administrieren. Und so bin ich zu der Look Ravensberg eigentlich gekommen, weil es hat mir irgendwie nicht gepasst, dass ich nicht Zugriff drauf hatte auf diesen Server, wo aber die Sperrlisten drauf standen. Der hat also schon Schmuddelseiten rausgefiltert, Pornoseiten und so weiter. Und diese Seiten wollte ich selber auch bearbeiten können. Bevor der Kunde mir das erlaubt hat und mir da das Passwort zugegeben hat, musste ich erstmal selber mich etwas in Linux einarbeiten. Was lernen wir daraus? Gibt dem Lehrer kein Rufpasswort, lass ihn zappeln. Okay, zweite Phase, ich mache das ein bisschen kurz, war dann, dass wir diesen Hauptserver hatten und den Terminal-Server in einem Raum, im anderen Raum lief weiter unser Arctur. Und die dritte Phase war dann, dass wir alles auf einem Thema, an einem Hauptserver hatten und in beiden Räumen mit allen mit denselben Passwörtern arbeiten können und denselben Daten. Ein Raum Terminal-Server, wo eben nur diese Thin-Clients sind, das heißt nur, die leicht zu warten sind, schnell zu updaten. Und auf der anderen Seite die Workstations, die sind dual-bootfähig. Inzwischen haben wir da neue Kisten, wo man Linux booten kann, Skoda Linux. Und wir haben als Zugeständnis noch ein Windows 2000 darauf, als zweite Partition. Interessiert jemand die Frage, wie viel so ein Terminal-Server auf der Brust haben sollte an Leistung? Auf jeden Fall. Gut, habe ich eine Grafik hier nach Auskünften verschiedener Experten, sage ich jetzt mal. Wir sind hier in dem Bereich, oder zur Erklärung der Grafik unten kann man erstmal gucken, wie viele Clients möchte ich damit betreiben, wie viele Arbeitsplätze. Ich weiß, dass der Martin Herweg, glaube ich, 40 oder 50 betreibt in, wo ist das? 47 Mal. Ja. Und abhängig davon braucht man natürlich umso mehr RAM. Es gibt erstmal grundsätzlich die Regel natürlich, je mehr Arbeitsspeicher, desto besser. Aber man kann so ungefähr abschätzen, wie viel man braucht, je nachdem von der Anzahl der Clients her. Es gibt zwei Kurven hier. Das eine ist, das ist nicht beschriftet, wenn man KDE nutzt, dann braucht man ein bisschen mehr. Wenn man jetzt ISWM als Desktop nutzt, dann kommt man mit weniger aus je Rechner oder Nutzer. Ab 15 Rechner wird es interessant, eine Dual-CPU zu nutzen. Das ist aber, glaube ich, heute bei Servern so auch interessant. Also bis zu 15 Rechner kann man durchaus mit einem ganz normalen PC betreiben, mit einem aktuellen PC. Da kann der Martin, glaube ich, noch mehr Auskunft zu sagen. Ab einer gewissen Anzahl empfiehlt es sich aber, schnellere Platten zu nehmen, weil die IDE-Platten nicht auf so eine hohe Geschwindigkeit und Belastung ausgelegt sind. Und wenn man mehr als 30 anwendet, dann sollte man einen Uplink haben zum Switch mit Gigabit, das ist heute auch schon fast Standard, dass man Gigabit hat, weil dann sehr viel Daten geschickt werden beim Booten. Kosten-Nutzen-Rechnung, wir haben natürlich einiges investiert in die Server, man sieht hier fast 5000 Euro. Dafür haben die Thin-Clients, ein ganzer Raum von Rechnern, nur 3000 Euro gekostet, die hatten die Bildschirme noch, muss ich dazu sagen.
Also 300 Euro pro Terminal, wahrscheinlich zahlt man heute 250, 200. Und wenn man alte Rechner nutzt, Recycling, dann braucht man vielleicht sogar nur die 10 Euro für die Netzwerkkarte. Softwarelizenzen gar nicht, das heißt, man hat hier einen sehr großen Skaleneffekt. Je mehr ich nutze, je mehr ich das skaliere, desto mehr spare ich auch. Und wir haben ja vorhin von Knut Irving gehört, dass es in Norwegen durchaus auch Kommunen gibt, die da mit einem Server ganze, alle ihre Schulen mit einem Server betreiben. Da kann man also dann noch mehr sparen. Ja, auf diesen Bericht kann ich nur kurz verweisen. Den hat der Knut heute Morgen anschaulicher mit Balkengrafiken, sondern gerade bei der Administration sehr hohe finanzielle Ersparnisse möglich sind, bis zu 60% gegenüber Windows. Das ist eigentlich erstaunlich, weil man denkt mal, ja, man spart bei Lizenzen oder bei der Hardware. Gerade die Administration ist also sehr viel sparsamer und einfacher. So, wie sieht es in der Praxis aus? Was machen wir im Unterricht? Das ist, glaube ich, das, was Lehrer, Kollegen besonders interessiert. Ich bin selber Mathelehrer. Ich könnte jetzt demonstrieren, wie man mit KMPlot, das ist ein freies Programm, was es auch für Windows gibt. Ich sage das immer dazu, falls Kollegen vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie Linux installieren wollen, aber trotzdem schon mal gucken wollen, was gibt es denn freie Software. Gibt es da Interesse dran? Gibt es Mathematiklehrer hier? Das sind Ihre Rechnungen? Das basiert wahrscheinlich auf Knoblauch, ne? Nein, man muss es doch zeigen. Ja, das ist, wohl das ist sehr, sehr intuitiv zu bedienen. Ich habe hier ein Koordinatenkreuz, ganz einfach. Ich gehe oben die Funktion ein, zum Beispiel f von x gleich Sinus x. Und dann habe ich die Funktion. Ich kann aber auch, und da habe ich was vorbereitet, ich kann aber auch parametrische Funktionen haben. Zum Beispiel habe ich hier einen Sinus und noch eine zweite trigonometrische Funktion, bei der ich die Frequenz ändern kann. Das ist vielleicht auch für Physiker interessant, was wir demonstrieren. Und ich kann die Amplitude auch ändern. Moment. Ja, die war sehr hoch, die Amplitude. Ja, also ich kann hier an bestimmten Werten drehen, habe eine gewisse Dynamik da drin. Ich kann auch parametrische Spiralen der gleichen Funktionen darstellen. Das lasse ich jetzt aus Zeitgründen weg. Dafür zeige ich noch ein Matheprogramm, wo wir schon mal im Fach sind. Was jetzt aber die Geometrie betrifft, das ist KIG, das heißt KDE, interaktive Geometrie. Und da habe ich ein Programm, was, also es gibt ähnliche Programme auch, die sehr viel diskutiert sind in der Mathematikdidaktik, aber nicht frei sind. Und dieses entspricht genau dem Programm Euklid vielleicht schon mal gehört oder DynaGeo. Es geht darum, dass man geometrische Konstruktionen dynamisch erkunden kann und dadurch Zusammenhänge, Beziehungen zwischen Zeichen und Gesetze erfassen kann, quasi phänomenologisch, als die Essenz von dem, was bleibt, wenn man variiert die Umstände. Also ihr seht hier was, das sieht aus wie der Satz des Thales. Wir haben hier, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, wir haben hier einen gestreckten Winkel von 180 Grad, der wird hier auch direkt gemessen. Und haben hier einen Winkel von 90 Grad. Und wenn ich jetzt diesen Winkel drehe, es bleiben immer 90 Grad. Das ist aber eigentlich nur ein Sonderfall des Mittelpunktwinkelsatzes. Ich kann nämlich auch hier dran drehen. Behaupte ich jetzt einfach mal, ja. Und wenn ich jetzt, ich kann auch die Größe des Kreises ändern, und wenn ich jetzt diesen Winkel verkleinere, dann wird auch der oben kleiner. Das sieht man. Und das Besondere ist, dass der in der Mitte immer doppelt so groß ist wie der andere. Das kann ich hier ablesen. Und das gilt für jede Konstruktion. Damit kann ich eine Art Plausibilitätsbeweis antreten, der jetzt vielleicht nicht ein systematischer Beweis ist, aber ich kann dran wackeln und es bleibt immer die Beziehung die gleiche. Und das ist also sehr didaktisch sehr wertvoll und das macht dieses KIG zum Beispiel. Jetzt warte ich darauf, dass das 5 Minuten hochgehalten wird. Was hätte ich noch? Mit GIMP kann man sehr schöne Animationen erstellen, die man dann als GIF speichert und ins Web stellt. Das mache ich gerne oben mal vor. Das dauert jetzt wahrscheinlich mehr als eine Minute.
Der Tipptrainer K-Touch erlaubt so das erste Fingerfertigkeit. Ich kann aber auch eigene Lektionen erstellen und ins Netz stellen und könnte so zum Beispiel eine Art Fingerdiktat erstellen, wo die Rechtschreibung erprobt wird, indem man einfach etwas tippt. Ich habe es gesehen. So, Fernsitzung mit NX. Das ist etwas ganz Besonderes. Das werde ich ganz am Ende dieses Vortrags versuchen, weil es immer so ein bisschen mit Risiken behaftet ist, gerade über WLAN, dass ich mich in der Schule anmelde und dort einfach direkt den Desktop, der in der Schule ist, hier auf meinem Rechner habe. NX komprimiert also stärker als Citrix und ermöglicht über Modem eine 1:1 Übertragung des Bildschirms. Homepages, Heimatseiten, ich weiß nicht, manche finden den Begriff blöd, manche sagen, es soll nicht alles Englisch sein, weil ich auch mal interessiert, was die anderen überlegen. Aber man kann durch diesen Apache-Server sehr leicht Homepages erstellen im Intranet, wo die Schüler dann statt Mappen-Seiten haben, die dann alle, die ganze Schulgemeinde sich angucken kann. Und ich kann ziemlich leicht Nutzer anlegen mit dieser Oberfläche. Das würde ich auch alles in NX gleich zeigen, allerdings mit einer anderen Oberfläche vielleicht, die dazu alternativ ist. Aber ich möchte zunächst zurückkommen auf die Ausgangslage. Da gab es ja verschiedene Probleme. Hardware-Ausfälle, Sicherheitsprobleme, Lizenzprobleme und die Konfiguration. Sie erinnern sich vielleicht. So, wenn wir jetzt uns das im Hinterkopf behalten, was bringt uns das Linux? Diese Diskless-Clients oder Thin-Clients, hatte ich gesagt, lassen sich leicht austauschen, sind leise und wo keine Festplatte sich dreht und nichts rotiert, ist der Anfall, ist auch nicht mal ein Lüfter drin, ist die Anfälligkeit sehr gering. Das Problem ist also damit vom Tisch. Auch mit Viren hat Linux kein Problem. Auch das ist eine sehr breit diskutierte Thematik, warum es keine Viren gibt von Linux, möchte ich jetzt gar nicht mehr aufgreifen. Lizenzprobleme habe ich auch nicht. Ich kann die Software den Schülern auf CD mit nach Hause geben. Und durch den Terminal-Server ist auch sichergestellt, dass überall die Konfiguration die gleiche ist. Aber Geld ist also bekanntlich nicht alles. Ich möchte jetzt, gerade da wir auch Besuch aus Frankreich haben, erinnern an die Errungenschaften der Französischen Revolution. Freiheit, Liberté, Egalité und Fraternité, war das so? Auch das finden wir wieder in der freien Software. Wir haben die Unabhängigkeit zum Beispiel von kommerziellen Unternehmen und ihrer Monopolpolitik. Wir haben gleiche Bildungschancen, das ist ja auch was, was die Gesamtschule gerade aufs Banner geschrieben hat, die Debatte möchte ich aber auch bitte nicht eröffnen, dass aber Unabhängigkeit vom Einkommen oder Herkunft die gleichen Bildungschancen sind und man nicht irgendwie viel Geld haben muss, um die Software zu nutzen, die auch in der Schule genutzt wird. Und die Brüderlichkeit entdecken wir hier in der Community, wenn wir jetzt heute Abend vielleicht zusammen hier alle noch Bugs fixen, das, oder dieser Event ist also auch, könnte man so wiederfinden. Ja, ich danke erstmal für die Aufmerksamkeit. 2005, ich glaube, da muss ich mal das Jahr austauschen. Jetzt wäre Zeit für Fragen und ich werde ganz kurz noch währenddessen starten eine Sitzung auf dem NX-Server. Aber ich bin jetzt erstmal offen für Fragen. Sie hatten eine Folie von Startseite, das war wahrscheinlich von den norwegischen. Ja, das ist ein, die im Internet veröffentlicht? Ja. Kann ich gerne auch mal darauf hinweisen, das ist unter Dokumentation auf dem. Also suchen nach Staatskonsult, so schreibe ich das. Da müsste ein Link drin sein. Die Suchfunktion ist ziemlich gut. So, ich melde mich jetzt an aus einer Schule auf dem Server, wenn es klappt. Aber normalerweise klappt das. Sieht gut aus. Das ist verschlüsselt über SSH auf demselben Port, wie ich auch über SSH reingehe. Der Server ist etwas schneller als mein Rechner, also ich kann da fast besser arbeiten als auf meinem Rechner. Den blende ich mal aus. So. Okay, ich glaube, ich habe ja schon Link hingelegt mit Mozilla. Und dann gibt es hier eine Nutzerverwaltung. K
CAT haben wir dort einen Datum-Einsatz, das ist von dem Christian Kölker, der hier auch anwesend ist, eine Nutzerverwaltung, die ich gerne kurz vorzeige. Also die ganzen Grafiken, die kommen jetzt übers Internet. Ja. Das ist aber so schnell. Ja. Ja, das Geniale an Linux, das ist Linux. Ja. Also die Idee, die dahinter steckt, ist, es wird nicht die Grafik übertragen, sondern es wird quasi bei Mini- oder Vektorgrafik nur der Befehl für das Widget, für dieses grafische Element übertragen. Und das auch noch hochgradig komprimiert und mit Caching. Und das ist zum Faktor 1 zu 10.000 etwa. 10.000, ja. So, ich habe jetzt hier also Nutzerverwaltung, hier habe ich die Liste von Schülern. Ich könnte jetzt hier einfach dem Schüler, die vergessen wieder Passwort, ein neues Passwort einstellen, setzen, dann hat er sein neues Passwort. Ich kann ihm hier eine Quote einstellen, wie viel er Platz brauchen darf auf der Festplatte, denn sonst gibt es einige, die müllen alles zu. Ich kann auch seine Nutzereinstellung wiederherstellen, wenn er die zerschossen hat, oder ihn einfach hier löschen. Neue Nutzer anlegen ist ganz einfach hier unten. Das ist jetzt von dem Mozilla, glaube ich, ein Update-Problem. Ja. Trage ich einfach Kennung, ein Lehrer oder Schüler, Passwort, Benutzer hinzufügen und ich habe den Nutzer. Ich kann aber auch ganze Listen als CSV-Datei, also Comma Separated Values, importieren. Es gibt einige andere Funktionen, die ich selber noch gar nicht erfassen kann. Im Link kann man damit auch ganze Klassenräume installieren und also viele Möglichkeiten. Und ferngesteuerte Kartenmaschine auch schon? Nee, das glaube ich noch nicht. Das ist eine ganz alte Version, die hier läuft. Der Christian, der hier ist, der hat die inzwischen erweitert, also viel mehr mit Image ausrollen und solchen Sachen. Das könnte ein aus das Lehrerklassen oder spezielle User-Gruppen vorbereiten, einfach knapp. Also dieses Programm WIM, das läuft jetzt alles noch auf dem Terminal-Server, wo ich mich über NX anmelde. Das ist das Programm, wo ich erzählt habe, dass man eine Mindmap erstellen kann. Und hier ist die neue Map, genau. Und dann kann ich jetzt runter ins Frage. Das ist gerade sehr, das ist eine alte Version, die ist noch auf Englisch, ist gerade sehr en vogue, diese Mindmaps, haben wir ja vorhin gesehen. Okay, dann gehe ich mal hier wieder raus. Ich fürchte, ich würde noch sehr viel gerne mehr zeigen, aber ich fürchte, die Zeit ist abgelaufen. Das können Sie alles oben in der Anlage ausprobieren. Die Programme sind da alle installiert, auch so Monitor und Skript, alles da. Okay, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.